Mein Name ist Anja Tiedemann und ich bin die zentrale Ausbildungsbetreuung der Firma Möbelkraft. Wir starten heute unsere Azubi-Startwoche, unsere tolle. Und alle Azubis aus allen Standorten reisen extra an, hier an den Standort nach Bad Segeberg, um hier mit uns erste gemeinsame Schulungen, Leitlinien und Werte des Unternehmens vermittelt zu bekommen und sich auch untereinander besser kennenzulernen. Um nicht nur die Verbundenheit von Möbelkraft zu fördern, sondern auch den Teamgedanken und sich untereinander kennenzulernen, haben wir auch ein tolles Rahmenprogramm zusammengestellt, wo die Auszubildenden zum Beispiel eine Löschübung mit unserer hauseigenen Werkfeuerwehr durchführen, wo wir an den Strand, an den schönen Ostseestrand in Scharbeutz fahren, einen Grillabend in großer Runde in der Jugendherberge in Bad Segeberg erleben und die tollen Karl-May-Festspiele besuchen. Die Ausbildung bei Möbelkraft macht vor allem aus, dass wir ausbilden, um zu übernehmen. Wir möchten die Auszubildenden fördern, wir möchten sie weiterentwickeln und wir begleiten sie mit unseren Mentoren, mit allen Mitarbeitern, die Ansprechpartner für unsere Auszubildenden sind, vom ersten Tag an bis zum Ende ihrer Ausbildung und gerne darüber hinaus. Wir möchten die Auszubildenden zu starken Verkäufern, zu Führungskräften entwickeln. Egal, wo die Reise jedes Einzelnen auch hingeht, wir sind vom ersten Tag an dabei. Neben der Azubi-Startwoche gibt es auch jedes Jahr eine Azubi-Challenge, wo die Auszubildenden aus den jeweiligen Standorten gegeneinander antreten dürfen und ein Thema bekommen, wo wir ihre Kreativität mit fördern möchten und ihre Ideen sehen wollen. Die besten drei Plätze, die drei Häuser, die gewinnen, können sich auf eine tolle Unternehmung freuen. Dieses Jahr war das ein Ausflug nach Hamburg, wo wir im Hamburg Dungeon waren, wo wir uns Strand Pauli angeguckt haben, ein bisschen die Speicherstadt und abends lecker essen waren im Portugiesenviertel in Hamburg. Es lohnt sich also immer für unsere Auszubildenden, das Beste zu geben und alles aus sich rauszuholen. Abwechslungsreich und vielseitig. Auf jeden Fall Teamfähigkeit, also man sollte im Team zusammenarbeiten können. Dann Ehrlichkeit gegenüber dem Kunden, gegenüber den Mitarbeitern und man sollte immer hilfsbereit sein. Vielfalt auf jeden Fall, Aufstiegsmöglichkeiten auf jeden Fall und Spaß. Teamarbeit und abwechslungsreich. Einstieg ins Berufsleben. Dass man kreativ ist, sich gestalterisch ausleben kann und ein tolles Team hat. Spaß und Abwechslung bei der Arbeit. Teamwork. Wohlfühlen. Also ich bin glücklich hier. Ich erwarte vielseitige Aufgaben. Teamarbeit und auch Einstieg ins Berufsleben. Wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt und auch gerne eine Ausbildung für das Jahr 2024 bei Möbelkraft starten möchtet, dann klickt gerne auf die Seite, schaut euch unseren Azubi-Image-Film an und bewerbt euch bei uns. Wir haben sehr viele Plätze frei und freuen uns riesig auf euch.